Die Blumen für Hartz sind nicht das einzige Geschenk, das Rapid heute verteilt, aber alles dreinach. René Wagner wieder mit dabei, sein Sprunggelenk ist soweit wiederhergestellt. Auch Igor Pamić ist genesen, seine Adduktorenprobleme sind behoben und beim GRK, neue Werbung, Adi Hütter soll mithelfen, dass der bisher einzige GRK-Punkt sich schon bald nicht mehr so alleine fühlt. Und unmittelbar vor dem Anpfiff weint er kurzfristig der Himmel über dem Hanapi-Stadion. Rapid beginnt schwungvoll, die GRK-Abwehr gleich einmal damit beschäftigt, ein schnelles Rapid-Tor zu verhindern. Und dann eine erste zaghafte Schnupperreise der Grazer hinein in die Hälfte der Rapidler. Pamić, Brunmeier, gute Flanke, Pamić ganz alleine. Ja, Michael Hartz hat da nicht aufgepasst. Pamić köpfelt über das Tor. Und dann die Rapidler, bei denen Savicevic noch auf der Tribüne sitzt. Rückenprobleme hat er, der Montenegriner. Kautz und Franz Almer erstmals aus seinem Tor heraus. Diese Aktion noch nicht zu Ende. Nächster Versuch über Taumens und Foul von Milinovic. Freistoß für Rapid, entscheidet Schiedsrichter Plautz. Das Ganze nach 7 Minuten. Dove und 1:0 für die Hütteldorfer. Direkt hat er geschossen, der Deutsche. Und schauen wir noch. Brunmeier macht er das Tor auf in der Mauer. Brunmeier und Ramusch gehen auseinander und Almer kommt zu spät, schlägt sich den Ball ins Tor, 1:0. Schnelle Führung für Rapid und wieder Jens Dove für René Wagner. Almer zum ersten Mal und noch einmal. Ja, fast wär's gewesen, das 2:0 für René Wagner, aber Almer kann zweimal sehr gut abwehren. Und da kriegt er ganz schöne Augen bei solchen Zuckerbässen von Jens Dove. Der Deutsche weiterhin das Um und Auf bei Rapid. Die Rapidler sehr aggressiv und hier Dove. Herrliches Solo, noch immer am Ball. Pass für Radovic und wieder Almer. Nächste Riesenchance für die Grün-Weißen. Aber nach 20 Minuten ist sie vorbei, die grün-weiße Herrlichkeit. Werner Gregoritsch, der GRK-Trainer, kann sich ein wenig zurücklehnen. Die Chancen bei den Rapidlern Mangelware. Und dann Freistoß für den GRK nach diesem Foul von Hartz. Adi Hütter legt sich den Ball zurecht. Große Entfernung, über 30 Meter. Dann der Freistoß und drinnen ist er. Schrecklicher Fehler von Ladislav Meyer. Was ist da passiert? 1:1, Ausgleich nach 25 Minuten. Der Freistoß von Hütter an sich gar nicht so gut. Über die eigenen Spieler und auch über die Rapid-Abwehr hinweg und dann springt der Ball auf, rutscht weg. Aber auch auf dem regennassen Boden muss er ihn haben. Aber irgendwie geht er rein. 1:1. Das Ganze auch der Pausenstand in Hütteldorf. Und nach dem Wechsel die Rapidler wieder mit viel Schwung und wieder viel über die rechte Seite. Diesmal über Taumend. Flanke des Niederländers und Zingler. Nächste Glanztat von Franz Almer. Die Chancenverwertung, ein Riesenproblem an diesem Abend bei Rapid. Und wieder der Tabellenführer und Foul von Hartmann an Radovic. Fault als letzter Mann, aber kriegt hier und Anführungszeichen nur die gelbe Karte von Schiedsrichter Plautz. Der Freistoß von Ratajczyk, scharf, aber drüber. Und wie knapp es war, sehen wir jetzt. Franz Almer strickt hier eine Luftmasche und der Ball berührt sogar noch die Latte. Aber weiterhin 1:1 und der GRK mit der einen oder anderen Konterchance. Standfest gegen Hartz für Brunmeier. Aber der kommt zu spät. Meier gut herausgekommen. Und dann noch einmal. Wieder Brunmeier. Von Schießwald diesmal alleingelassen und schießt. Aber daneben. In den letzten 24 Heimspielen gegen den GRK hat Rapid 22 Mal gewonnen. Klappt heute, letzte Chance, 5 Minuten vor dem Ende, Dove per Kopf. Aber wieder nichts. Nach herrlicher Flanke von Kautz trifft Dove nicht ins Tor. Die letzte gute Chance war das für die Rapidler. Es bleibt
in Hütteldorf beim 1:1. Was passiert? Ich warte, es ist Kopf. Es passiert meine Fehler, ich weiß. Ja, ich möchte sagen, dass es eh schon Zeit ist, dass der Lade einmal ein Eiertor bekommt, denn er hat schon so viel gehalten. Jetzt hat er einmal den Almer nachgemacht. Lade Meier hat sich, wie man so schön sagt, ein bisschen angeschüttet, weil ich glaube, normal, er ist ein klasse Tormann und bei diesem Tor hat er nicht so gut ausgesehen, aber ich bin natürlich froh, dass er ihn durchgelassen hat. Ja, ich bin enttäuscht, dass wir nur einen Punkt geholt haben. Wir wollten unbedingt gewinnen, leider uns das nicht geglückt. Beide Halbzeit, glaube ich, haben wir gezeigt, dass wir nicht so eine schlechte Mannschaft sind, wie der Tabellenplatz momentan es ausschauen lässt. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass wir hier einen Punkt gemacht haben, weil das wieder Auftrieb gibt für die nächsten Spiele, die wir haben. Vielleicht fehlt Rapid wegen der langen Busfahrt die Spritzigkeit. Tatsache ist, dass der GRK in den ersten Minuten viel aggressiver spielt, lauffreudiger ist, mehr kämpft. Und das ist genau das, was Werner Gregoritsch gefordert hat gegenüber dem Spiel in Salzburg. Man muss dorthin gehen, wo es weh tut, vor allem die Stürme im Strafraum. Erste Möglichkeit für Ramusch, aber er verzieht hier. Mit Pamic, mit Akwekpo und mit Brunmeier sind drei echte Spitzen aufgeboten beim GRK. Und das führt in diesen ersten Phasen gleich zu einigen Torszenen. Hier die nächste Möglichkeit. Pamic allein müsste schießen, aber daneben. Und der Grund, er haut beim Schuss hier in die Erde. Trainer Dokobil hat Savicevic mit seiner Muskelverhärtung gar nicht mitgenommen nach Graz. Und Werner Gregoritsch hat nicht nur die Sturmreihe, sondern auch die Abwehrformation gänzlich umgestellt. Akoto erstmals seit April wieder von Beginn an mit dabei. Milinovic heute in der Mitte und Dmitrovic links in der Verteidigung. Alles Tschech. Wie immer im Mittelfeld der Mann, der für die Ideen sorgt. Dmitrovic zur Mitte, Akwekpo und Ronny Brunmeier mit dem 1:0 in der 7. Minute. Herrliche Kombination, ein Pass, mit dem Tschech die Verteidigung von Rapid hier aufreißt, auf Dmitrovic, richtig gestartet, kein Abseits, auch Akwekpo nicht, da er hinter ihm läuft, der stoppt den Ball für Brunmeier und der hat keine Probleme, hier sein erstes Tor gegen Rapid zu erzielen, sein 6. Treffer in dieser Saison. Ja, das ist auch Freude für Werner Gregoritsch, seine Umstellung hat sich bezahlt gemacht. Rapid kommt erst langsam in Schwung. Kautz, der erste Schuss auf das GRK-Tor erst nach einer knappen Viertelstunde. Franz Almer, er trainiert schon wieder nach seiner Verletzung. Jetzt ein Eckball für die Grazer. Nächste Möglichkeit für Brunmeier. Allein hier zum Schuss gekommen, doch knapp daneben. Mit Tschech und Hütter hat der GRK ein klares Übergewicht im Mittelfeld und hier ein unglücklicher Zusammenstoß mit Wettel. Tschech gefault hier von Zingler und er fällt auf das linke Bein von Arnold Wettel. Man sieht, wie es hier das Knie richtig dehnt und die Folge eine Innenbandverletzung. Die genaue Diagnose wird es erst morgen geben. Ramusch hier in der Mitte spielt auch für den freistehenden Pamic und der wartet offenbar hier zu lang, konzentriert sich zu sehr auf diesen Ball und schaufelt ihn dann über das Tor. Dann Rapid, die zweite Torszene vor der Pause. Ein Schuss von Jens Dove, der heute im Mittelfeld nie richtig ins Spiel kommt. Dann bringt Trendokubil Radovic. Aus dem Spiel geht Sala, das heißt ein dritter Stürmer. Aber die einzige Ausbeute vor der Pause ist dieser Freistoß. Und da hat Schranz im Tor des GRK keine Probleme. Zur Pause führt der GRK 1:0. Hoher Besuch, Frank Stronach hier. Bei einem seiner seltenen Besuche in Graz hat sich von einem Treffen in Weiz hier loseisen können. Und auch nach dem Wechsel, der GRK dominiert vor allem mit der zweikampfstärkeren Mannschaft. Viel Laufarbeit nach wie vor, vor allem von den Stürmereien und dem Mittelfeld. Es werden die Positionen gewechselt. Und hier eine gute Möglichkeit für Rapid, die beste bisher durch Radovic, aber er nimmt sich hier den Ball zwar schön mit, aber mit links über das Tor. Hütter, Pamic, Akwekpo, mit dem Werner Gregoritsch gar nicht zufrieden ist, weil er immer wieder mit Problemen vom Team zurückkommt, aber er ist einfach nicht auszurechnen und sorgt auch mit diesem Schuss hier wieder für Gefahr. Und nächste Möglichkeit, Akwekpo hebt den Ball, aber
Nicht genau auf das Tor, nicht genau auf Brunnmeier, aber wieder eine torgefährliche Szene und da ist fast immer Akwaekpo mit dabei. Dann noch ein weiterer Offensivmann bei Rapid, Florian Schwarz für Schießwald. Das ergibt natürlich viele Kontermöglichkeiten jetzt für den GRK, der aber nicht nur einmal hier von Schiedsrichter Brucker zurückgepfiffen wird, wegen angeblichen Abseits, aber ich glaube, da hat der Assistent Norbert Schwab hier einige Male nicht richtig hingesehen. Dann wieder herrlicher Pass auf Standfest. Mittlerweile für Ramosch ins Spiel gekommen und knapp am Tor vorbei. Aber Ladimeier wäre hier noch zurechtgekommen. Ja, wer soll heute ein Tor schießen? Das fragte sich offensichtlich Ernst Dokkobiller und vor allem bei der Generalprobe für das Spiel gegen Osijek kann er nicht ganz zufrieden sein. Hier eine der wenigen schönen Spielzüge im Angriff, aber doch zu weit vorgelegt dieser Ball von Florian Schwarz. Man merkt, René Wagner, der verletzt ist, fehlt an allen Ecken und Enden im Angriff von Rapid. Dann wieder der GRK über Ramusch auf Brunnmeier und jetzt in der 85. Minute macht er das zweite Tor. Nach dem ersten Treffer mit rechts, jetzt einmal mit links. Richtig getimt dieser Pass von Ramusch. Allein gegen Meier überhebt er den Torhüter und fixiert den 2:0-Sieg des GRK, der erstmals seit August 1999 gegen Rapid gewinnt. Und obwohl der Präsident gar nicht so glücklich ausschaut, viel Selbstvertrauen für den Europacup dankt. Und der Doppeltorschütze kennt das Erfolgsrezept. Ich glaube, wir haben nie schlecht gespielt. Also wir haben gerade in Salzburg haben wir einen sehr guten Fußball gezeigt. Nur gehört zum Fußball mehr Kampf und mehr Disziplin in der Organisation. Und das haben wir heute gezeigt und darum haben wir auch, glaube ich, verdient gewonnen. Es ist so, es hat jeder alles gegeben und das hat man auch gesehen. Also es war einfach ein Spiel, das wir heute nicht gewinnen konnten, weil wir auf eine Mannschaft gekommen sind, die im heutigen Tag besser war. Zwei Sichtweisen eines Fußballspiels. Wir waren sehr aggressiv in die Zweikämpfe, haben die Räume eng gemacht. Ich glaube, auf dieser Leistung kann man aufbauen, vor allem für den Europapokal. Wie man es auch dreht und wendet, der Unterschied steht fest. Und heute mal, glaube ich, eindrucksvoll bewiesen, dass man auch aggressiv und auch sehr clever spielen können. Und darum freue ich mich, dass das auch alles aufgegangen ist. Für mich ist es nicht so entscheidend, wie das Spiel ausgeht, sondern wie man gespielt hat. Und darauf kann man auch für die Zukunft aufbauen. Ich bin auch nicht zufrieden mit einem Sieg, wenn man saumäßig gespielt hat. Saumäßig jedenfalls das taktische Verhalten Rapids beim Führungstreffer des GRK. Dmitoric darf praktisch ungehindert flanken und Brunnmeier hat im internen Grazer Stürmerduell mit Akwaekpo das bessere Ende für sich. 4 Minuten vor dem Ende lässt der Teamspieler Tor Nummer 2 folgen. 2 Erfolgserlebnisse, 2 Wochen nach dem frustrierenden Auftritt beim Länderspiel in Liechtenstein. Aber das ist für mich abgehakt und machen da sicher nicht so viel Gedanken wie andere drüber. Gedanken über den Lebenswandel seiner Spieler machte sich in den vergangenen Tagen der Rapid-Trainer. Ich unterstelle sicher niemanden von meinen Spielern, dass er sich die Nächte um die Ohren schlägt, aber ich habe so den Verdacht, dass manche sich zu viel im Bett aufhalten. Zumindest was die Ernährung betrifft, dürfte der Appell verstanden worden sein. Ich habe da eigentlich keine Probleme mit, also Cola trinke ich eh nicht und Steak esse ich selten. Beim GRK hat der Appetit auf einen Erfolg im Europacup über Espanyol Barcelona nach dem guten Spiel gestern Abend zugenommen. Ich schaue mir es übermorgen an in Spanien. Ich habe schon einige Informationen und wir werden uns versuchen, so vorzubereiten, dass wir dort auch ein gutes Spiel abliefern können. In Hütteldorf klammert man sich vor dem Spiel in Osijek am Dienstag nicht nur an die wenigstens phasenweise wiedergefundene Spielfreude. In Kroatien wird nicht so unbedingt auf den Körper gespielt wie in Österreich und vielleicht gibt das zu unseren Gunsten den Aufschlag. Sicherlich nicht in Kroatien mit dabei, Arnold Wettel, der nach einem unglücklichen Zusammenstoß mit einer Seitenbandzerrung für 3 Wochen ausfällt. Und ob das Teilzeitgenie der Mannschaft wieder einmal die Ehre erweist, ist mehr als fraglich. Ja, wir haben bei der Untersuchung keine Verletzung feststellen können. Und das ist eine subjektive Beschwerde, die er hat und deshalb nicht spielen kann. Und für mich ist es eher so, dass er die Mannschaft in den Stich lässt. Glauben Sie persönlich, dass er Rapid in den nächsten Spielen, in den nächsten Wochen noch helfen will, noch helfen kann? Können tut auf alle Fälle.
Ob er jetzt will in Kroatien spielen, das weiß ich nicht, das müssten Sie ihn selber fragen. Es hat fast den Anschein, als würden Dejan Savicevic und Rapid bereits in naher Zukunft getrennte Wege gehen. Als Goalgetter wurde er geholt, 8 Tore hat er bisher erzielt, führt damit in der klubinternen Torschützenliste beim GAK. Und das ist einer, der ihm heute sozusagen das Leben schwer machen soll. Michi Hatz kehrt zurück nach dem 0:2 gegen Osijek, ebenso wie Radovic, Taument und Savicevic vorerst bei Rapid nur auf der Bank. Das ist Didi Ramos, spielt mit einer Oberschenkelprellung, wurde fit gespritzt. Foul hier von Jens Dove. Gibt auch Gelb von Schiedsrichter Drabek für Jens Dove. Für den deutschen Legionär bei Rapid. Freistoß Dmitrovic, Hatz und beinahe ein Eigentor des Rapid-Verteidigers knapp vorbei. Das ist Andi Lipper, heute wieder mal von Beginn an dabei als Libero. Ebenso Sieg, Hütter Ammerhauser nicht. Ja, und Ernst Dokopil, verlieren ist verboten, hat er gesagt. Ein Punkt, das Mindeste. Nächste Möglichkeit, der GAK zu Beginn. Agiler, druckvoller. Akuekbu, kurz abgeblockt. Milinovic, aber verzieht. Schwacher Schuss von Jelko Milinovic. Rapid, optisch nicht so stark, nur vereinzelt die Angriffe hier von Kautz. Vorsichtig, die Wiener. Fehler von der Hinterabwehr, Hatz, wäre da beinahe zur ersten Chance gekommen. Dann muss Igor Pamic raus, Rissquetschwunde am Knöchel, für ihn kommt Kulowitz ins Spiel. Sick, Agwegbu, schnell gespielt auf Brunmeier, kein Abseits, Ramos, Agwegbu frei, Sick frei und da behindern sich die beiden GAK-Spieler. Dicke Möglichkeit für den GAK auf den Führungstreffer. Agwegbu und Sick, keiner setzt sich hier letztlich durch. Dann Kautz auf Wallner. Schuss und Schranz kann abwehren. Die erste dicke Möglichkeit für Rapid kurz vor der Pause. Andreas Schranz, der GAK-Torhüter, wehrt diesen Schuss von Roman Wallner ab. Dreht sich dann auch nach außen. Schöne Abwehr. Pausenstand 0:0. 10.000 Zuseher heute im Arnold Schwarzenegger Stadion. Nach der Pause ein ähnliches Bild. Der GAK druckvoller, mehr Spielanteile. Dmitrovic, Milinovic an die Stange. Kurz nach Wiederbeginn, die größte Chance in diesem Spiel bisher für den GAK. Boban Dmitrovic sieht hier Jelko Milinovic und Lagonikakis und die Stange. Rapid im Glück, es bleibt beim 0:0 vorerst. Trainer Gregoric sieht das mit Sorge, dass man diese Chancen vorerst nicht nutzen kann. Dann Brunmeier. Gegen Radajcik. Agwegbu übers Tor. Die letzte Möglichkeit von Agwegbu wird dann ausgewechselt. Und auch bei Rapid gibt es einen Wechsel. Savicevic kommt für Radovic. Da ist er schon am Ball. Dove erwischt den Ball noch. Kein Hand, entscheidet Schiedsrichter Drabek. Wallner. Noch immer Wallner. Knapp vorbei. Rapid jetzt in den Angriffen gefährlicher. Roman Wallner hier. Viertelstunde vor Schluss 0:0. Aber jetzt müssen ja Tore fallen. Denn Rapid und GAK sind jene beiden Mannschaften, die in der laufenden Meisterschaft bisher die meisten Gegentreffer in der letzten Viertelstunde kassiert haben. Da ist Savicevic. Noch immer Savicevic und 1:0. 78. Minute. Dejan Savicevic. Ein Goldgriff von Ernst Dokopil. Sein zweites Saisontor. Schöner Doppelpass mit Wallner und ein platzierter Schuss mit rechts. Keine Chance für Andreas Schranz. Nach 370 Minuten ist der GAK-Torhüter erstmals wieder geschlagen. 1:0 für Rapid. Der GAK dann noch bemüht, in den letzten 10-12 Minuten den Ausgleich zu erzielen. Aber Brunmeier vergibt diese Möglichkeit. Meier hält. Damit macht Rapid die Big Points, holt den vierten Auswärtssieg. Und das erste Städteduell zwischen Graz und Wien geht heute nach Wien. Ja, für das Jubiläum hätte er sich wohl mehr Zuschauer gewünscht. Denn die Zuschauerkulisse, die ist eher ein Trauerspiel im Hanapi-Stadion, sehen so an die 2800, das Spiel Rapid gegen den GAK. Rapid hat in der Abwehr Probleme, Zinkel und Hatz fallen aus, dafür kann Schöttl spielen und vor allem Radajcik ist fit und von Beginn an dabei. Im Tor nicht Alma beim GAK, sondern Andreas Schranz. Bei Rapid fehlen Lakonikakis, Sala, Kautz, Dove. Doch beim GAK fehlen wichtige Spieler, neben Almer, Hütter, Hübler und Akwegbu. René Wagner sitzt vorerst auf der Ersatzbank und das ist die erste gute Möglichkeit, Schuss für den GAK durch Brunmeier.
Ja, Rapid hat 2001 in der Meisterschaft noch kein Heimspiel gewonnen. Drittschwächste Mannschaft in der Frühjahrsmeisterschaft. Schuss von Akoto. Ja, und auch der Beginn gegen den GAK ist nicht furios. Die Grazer gestalten das Spiel offen. Rapid und als auch der GAK. Der GAK ist seit drei Meisterschaftsspielen sieglos. Und die erste Möglichkeit für Rapid durch diesen Kopfball von Vettel. Vorarbeit vom Freund und gut reagiert Andreas Schranz im Tor des GAK. Also beide Mannschaften, Rapid wie GAK, nicht in Topform. Ramusch. Und geklärt von Schöck. Die Bilanz sieht für Rapid gut aus. Von 25 Heimspielen hat die Mannschaft 22 gegen den GAK gewonnen. Bamic, Böttchner. Aber der GAK recht respektlos vor Rapid. Setzt sich da in der Hälfte von Rapid fest. Möglichkeit. Und gute Abwehr von Lademeyer, Chance von Brunmeier. Vorarbeit leistet Ramusch, gut gemacht von Brunmeier. Und Lademeyer ist es wieder einmal, der einen Rückstand verhindert. Dann setzt starke Schneetreim ein. Ramusch. Damit schön gemacht, Lipper, Möglichkeit. Und wieder ist es Lademeyer. Ja, nach Chancen gesehen könnte der GAK schon in Führung gehen. Bamic hat das schön gemacht für Lipper, in den Lauf geschupft den Ball. Und wieder mal Ladislav Meyer hat hier einen Rückstand verhindert. Tschech. Bamic. Und Sie sehen es an den Szenen. Der GAK ist stark, spielt gut. Und Bamic hat die Chance vergeben und Hansi und Andi transparent, sie müssen wieder ins Hanapi-Stadion kommen. Aber Rapid ist derzeit in einer Phase, wo es ganz einfach nicht so gut läuft. Bamic, Brunmeier, Fehler von Schießwald, Bamic. Und der vergibt die besten Möglichkeiten. Also nach Chancen gesehen, müsste die Mannschaft von Gregoritsch voranliegen. Foul an Schießwald von Kulowitz. Freistoß für Rapid. Wallner. Guter Schuss von Wallner. Rapid hat da Pech. Andreas Schranz wäre dann nicht mehr zum Ball gekommen. Beste Möglichkeit, sieht man vom Kopfball vom Wettlab. Für Rapid fast schon in der letzten Minute, 44. Minute, dieser Freistoß von Wallner. Und achten Sie jetzt auf die folgende Szene. Savicevic, hören Sie den Pfiff? Wallner schießt den Ball nur mehr ins Tor, jubelt gar nicht, nur Radovic vorne. Und was passiert jetzt? Schiedsrichter Steiner zeigt mit seiner Körpersprache an, dass er Tor gibt, zeigt zum Mittelkreis. Er hat nicht gepfiffen. Aufregung beim GAK. Der Pfiff war ganz deutlich zu hören. Sie sehen es, er zeigt auf die Brust. Ich habe nicht gepfiffen, was soll ich machen? Es war für ihn ein korrektes Tor. Und noch einmal, Sie hören jetzt den Pfiff. Der kommt aus dem Zuschauerraum. Und 1:0. Für Rapid, aber die GAK-Spieler, vor allem Gregoritsch, regt sich auf. Da kommt es noch zum Tumult mit der Polizei. Das löst sich aber dann auf, schaut schlimmer aus, als es ist. Also 1:0, aber der Schiedsrichter hat nicht den Anstoß vollführen lassen. Damit ist das Spiel noch nicht fortgesetzt.
Die Zuschauer glauben aber, Rapid führt 1:0 und die Spieler kommen dann sozusagen aus der Pause. Das ist aber ein Irrtum, denn Schiedsrichter Steiner hat das Spiel nur unterbrochen. Sie können ja protestieren. Diskussion mit Trainer Dokupil. Er hat das Spiel unterbrochen, kommt heraus, sagt, hier bespricht er sich noch mit Schiedsrichter Beobachter Fandler, sagt, es steht 0:0, hat das Tor wieder annulliert. Das darf er, denn er kann die Entscheidung so lange revidieren, solange das Spiel nicht fortgesetzt ist. Das heißt, es hat noch keine Pause gegeben. Das Spiel der ersten Hälfte wird noch fortgesetzt. Und er kann wegen störenden Einfluss von außen das Tor aberkennen. Das hat er offensichtlich gemacht. Und er setzt das Spiel, obwohl vermeintlich die Pause dazwischen war, er setzt das Spiel mit einem Schiedsrichterball in der ersten Hälfte fort. Das ist noch die erste Hälfte, pfeift ab und deutet jetzt zum Spielerwechsel. Und das ruft natürlich großen Ärger bei den Rapid-Anhängern hervor, denn die Pause, die darf nicht länger als 15 Minuten dauern. Also es steht nicht darin, wie kurz sie dauern darf. Also auch hier scheint kein Protest gegeben zu sein. Es scheint so, als hätte sich der Schiedsrichter rein regeltechnisch vollkommen richtig verhalten. Allerdings, die Optik, die hat dann natürlich sehr zum Ärger beigetragen, weil er ganz eindeutig im ersten Moment gezeigt hat, 1:0 für Rapid und das Tor offensichtlich anerkannt hat, das er letztendlich aber revidiert hat. Vor allem, weil er auch nicht den Anstoß durchführen hat lassen. So war es nur eine Spielunterbrechung. So, Radajcik, Wallner, Möglichkeit. Und jetzt ist die Führung für Rapid da. 1:0 in der 62. Minute. Torschütze Wallner. Er hat das auch geschickt gemacht. Hier die Vorarbeit von Radajcik. Und Wallner sieht, dass Schranz die Beine offen hat, dass er schon ziemlich knapp am Tormann ist. Seine einzige Möglichkeit. Und die nützt er kaltblütig. Er spielt den Ball durch die Beine von Schranz zur 1:0-Führung von Rapid in der 62. Minute. Spielerwechsel wäre noch nachzutragen. Es ist Ivan Schitz gekommen für Schießwald und Wagner, René Wagner für Radovic. Und das ist der Ausgleich durch Dutto. Überraschend der Ausgleich, denn Rapid war in der Phase eindeutig die überlegene Mannschaft. Kopfball von Schöttl im Zweikampf mit Brunnmeier und der Ball kommt zu Dutto. Der zieht ab und der passt sowas von genau. Da hat Lademeier keine Chance mehr hinzukommen. Also 1:1 ab der 72. Minute. Aber Rapid setzt da jetzt alles auf eine Karte. Wagner und Akoto klärt vor Wallner. Kulowitz, Tschech, Ammerhauser, Möglichkeit geht da lang, Ammerhauser und Lademeier. Lademeier klärt vor Hartmann. Ammerhauser schaut auf, aber Lademeier hat das überlauert und vor Hartmann geklärt. Savicevic spielt heute wieder eine gute Partie. Vettel, Wallner und ausgezeichnet der Andreas Schranz, der den verletzten Almer wirklich ganz hervorragend vertritt. Super Pass von Vettel und dann die tolle Reaktion von Schranz. Dann noch Ivan Schitz, eine riesige Chance. Letzten Spielsekunden im Hanapi-Stadion. Hat sich da reingeschmissen, noch einmal Eckball. Und abgeblockt und Abpfiff von Schiedsrichter Thomas Steiner. Hört auch, er wird dieses Spiel lange nicht vergessen. Rapid hat Protest eingelegt, vorerst endet das Spiel, aber 1:1. Ja, ein Spiel mit Pfiff, kann man da nur sagen. Ein Spiel aber ohne Sieger. Ein Spiel, das auch sonst sicherlich ein Nachspiel haben wird, gleich bei uns vor allem. Wir werden diese Szene natürlich noch einmal aufarbeiten. Kommt doch relativ selten vor, dass es mit einem 1:0 in die Kabinen geht und mit einem 0:0 weiter. Also, das Thema der Runde hat sich damit von selbst aufgedrängt. Die Verwirrung beginnt also, als die Spieler in der 44. Minute einen Pfiff hören, der aber nicht aus der Pfeife von Schiedsrichter Thomas Steiner kommt, sondern ganz offensichtlich aus dem Publikum. Roman Wallner schießt den Ball noch ins Tor, während alle anderen nicht mehr reagieren. Schiedsrichter Steiner zeigt zum Mittelpunkt und beteuert, nicht gepfiffen zu haben.
Naja, der Dern spielt mit dem Ball immer, ich habe den Ball angenommen und habe geschossen. Am FIFA habe ich nicht wahrgenommen und der Schiedsrichter dreht sich um und geht zur Mittellinie hin. Und ihm spürt dann auch gesagt, dass er den Pfiffen hat. Also muss er da sein. Auf der anderen Seite hat man ganz deutlich gesehen, sie haben nicht gejubelt. Das macht man normalerweise, wenn man ein Tor schießt. Das haben sie, glaube ich, ich war auch verwirrt auf einmal. Bleibt da stehen und seinen Schiedsrichter an. Und noch habe ich mich gefreut. Der Schiedsrichter dreht sich um, geht zur Mittellinie. Also muss ein reguläres Tor gewesen sein. Gab es dann einen Regelverstoß des Schiedsrichters, Ihrer Meinung nach? Ja, ich finde schon, er kann auf einmal die Partie abbrechen. Und wie wir nachher gesehen haben, GRK Funktionäre gehen aus der Schiedsrichterkabine raus und auf einmal steht es 0-0. Komisch. Ja, ich bin am Kopfball gegangen und während ich im Kopfball war, ist dann plötzlich ein Pfiff gefallen. Und für mich war eigentlich die Sache erledigt. Ich habe gedacht, entweder abseits oder faul für uns. Ich kann sehr viele Entscheidungen nicht nachvollziehen und ich glaube eigentlich, dass es eine Neuaustragung geben wird. Also Sie werden sich für eine Neuaustragung einsetzen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe? Ja. Warum? Was ist Ihrer Meinung nach nicht regelkonform gelaufen? Ja, ich habe die Regeln nicht so intus, aber Stefan Ebner hat sich genau schlau gemacht und hat sich erkundigt und eingelesen. Und er sagt eigentlich, dass er einige Fehler gemacht hat, der Schiedsrichter. Ob das eine Neuaustragung jetzt wird, ich glaube es eigentlich.